So, jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, wir haben einen LAN und beispielsweise Ihr LAN zu Hause und Sie kommen auf die glorreiche Idee, in Ihrem LAN einen eigenen Server zu betreiben. Es ist ein LAN, wo Sie mit privaten IP-Adressen arbeiten. Also Sie haben nur eine öffentliche IP-Adresse und die hat der Router offiziell. Und Sie möchten, dass der Server von außen erreichbar ist. Ja? Also dass ein Client, der irgendwo im WAN hängt, eine Verbindung durch den Router ins LAN aufbauen kann und dann auf den Server kommt. Und das geht nicht. Warum geht es nicht? Weil der Client kann zwar ein Datenpaket an den Router schicken mit seiner öffentlichen IP-Adresse, nur dann weiß der Router ja gar nicht, an wen er das Datenpaket weiterleiten soll. Und damit das doch geht, gibt es das sogenannte DNAT, Destination NAT. Man bezeichnet es auch als Port Forwarding, also als Port Weiterleitung. Und beim Port Forwarding wird Folgendes gemacht. Das, was bei SNAT praktisch noch dynamisch erfolgt, also was der Router automatisch alles macht, das macht man bei DNAT händisch. Und zwar trägt man in die NAT-Tabelle einen festen Wert ein. Dann schreibt man dann zum Beispiel hin, dass der WAN-Port die 80 wäre. Ich mache es mal mit unterschiedlichen Farben, das kommt besser. Dann muss man auch dem Server sagen, dass er doch bitteschön 80 ist. LAN-Port ist auch 80 in dem Fall. Das vereinfacht viel bei der Verwaltung. Und dann gibt man noch die IP-Adresse des Servers an. Und zwar die private. Das wäre dann zum Beispiel 192.168.0.1. 192.168.0.1. Und wenn jetzt ein Datenpaket an die öffentliche IP-Adresse des Routers auf Port 80 geschickt wird, ja, da schaut der Router das Datenpaket an und stellt fest, hoppla, Port 80, alles klar, ich schaue mir in der NAT-Tabelle nach. Auf Port 80 ist diese IP-Adresse erreichbar. Dann tauscht er in dem Datenpaket die IP-Adresse aus und leitet das Datenpaket ins LAN weiter und dort kommt es dann hoffentlich beim Router an.